Es ist definitiv kein Spiel wie jedes andere. Wir haben jetzt schon doch einige internationale Spiele gehabt in den letzten Jahren und trotzdem ist dann Champions League nochmal, was die Wertigkeit betrifft, nochmal ein höheres Level, nochmal eine höhere Stufe. Und dementsprechend ist natürlich auch im gesamten Verein Euphorie, eine Vorfreude, aber man spürt natürlich auch eine gewisse Anspannung. Trotzdem haben wir versucht, in der Vorbereitung uns genauso vorzubereiten wie auf alle anderen Spiele, haben den Gegner analysiert, haben uns sehr gezielt auf dieses Spiel vorbereitet und ja, wie der Steff sagt, trotz einer turbulenten Anreise sind wir morgen bereit für unser erstes Champions League-Spiel. Eure Fragen bitte an beide Herren. Wer möchte starten? Christian, bitte. Wie war die Anreise und war wohl gut, dass ihr das Abschlusstraining noch in Graz geplant hattet, oder? Ja, das mit dem Abschlusstraining in Graz war so eine Evaluierungsgeschichte aus den letzten Jahren, dass wir gesagt haben, herzukommen, danach mit Hotelbesprechung nochmal ins Stadion, dort trainieren, dann wird es immer sehr, sehr spät und da sind noch viele Punkte, die dann vor Ort zu erledigen sind. Jetzt haben wir gesagt, das werden wir verändern. Wir wollen zu Hause das Abschlusstraining absolvieren, können dort einfach auch noch inhaltlicher dann trainieren bei den vielen Spielen. Bleibt eben eh wenig Zeit, um Inhalt zu machen. Und wir haben dann auch, wenn wir dann am Spielort ankommen, wollen wir kurz ins Stadion, kurz die Atmosphäre, den Platz am Stadion kennenlernen und dann ins Hotel, um dort dann abends uns dann wirklich schon auszuruhen, ein paar medizinische Sachen noch zu erledigen. Aber diese detaillierte Vorbereitung wollen wir einfach daheim erledigen. Das war einfach die Erkenntnis aus den letzten Jahren. Und das war auch ein guter Plan, weil sich einfach alles zeitverzögert hat, hier unsere Ankunft. Wir sind später weggekommen in Graz und ja, haben dann noch einmal durchstarten müssen. Die Pilotin, den Flughafen kurz nicht gesehen hat, haben wir noch eine kleine Runde gezogen. Und ja, aber sind alle gut hier angekommen und wir haben jetzt 23 Jahre auf dieses nächste Champions League Spiel mit Sturm Graz gewartet, also haben wir diese eineinhalb Stunden Verspätung am Flughafen in Graz gut in Kauf nehmen können. Stichwort Atmosphäre aufsaugen. Wir diskutieren immer sehr viel, warum Libanon nicht Champions League würdig ist. Wie ist es da im Vergleich? Ja, das bestimmt ja die UEFA, was man braucht an Auflagen, um Champions League würdig zu sein. Ich glaube, unsere Fans, die Atmosphäre in Graz ist auf alle Fälle Champions League würdiges Stadion, entspricht halt nicht mehr den Voraussetzungen, die UEFA verlangt. Stade Brest hat ja ähnliches Thema, haben auch hierher ausweichen müssen. Und wenn ich mir nur den Platz, das Grün anschaue, ist wahrscheinlich einer der besten Spielflächen, die ich jemals in meiner Trainerkarriere betreten habe. Chris, was erwartest du für einen Gegner? Stade Brest spielt zum ersten Mal international. Erwartest du sie zurückhaltend, voll attackierend? Was glaubst du, kommt auf euch zu? Ein unangenehmer Gegner. Ein Überraschungsteam des letzten Jahres in der Ligue 1. Und wenn wir von Ligue 1 sprechen, dann sprechen wir von einer der fünf Top-Ligen im europäischen Clubfußball. Und dort Dritter zu werden hinter Paris Saint-Germain und hinter Monaco spricht für sich. Auch wenn die Tabelle jetzt aktuell etwas lügt in Frankreich, weil erst vier Runden gespielt sind und Stade Brest mit Paris Saint-Germain, mit Lens und Olympique Marseille wirklich auch drei überragende Teams gehabt haben und den einzigen normal guten Gegner haben sie 4-0 besiegt. Zeigt auch, dass diese Mannschaft da trotz einiger Abgänge mit vielen Neuzugängen dann auch wieder in der heurigen Saison in Frankreich eine Top-Rolle spielen wird. Super gecoacht, man merkt da, dass sie sehr, sehr gemeinsam ein gutes Teamwork haben, eine gute Energie haben, eine Grundaggressivität und das hat sie im Vorjahr in Frankreich so gefährlich gemacht. Viele hohe Balleroberungen und natürlich haben sie dann auch gute Einzelspieler, sie verteidigen im Kollektiv sehr gut, das macht es einfach zu einem richtig, richtig unangenehmen Gegner, aber genau der unangenehme Gegner wollen wir morgen auch sein. Gibt es noch Fragen? Bitte, Daniel.
Christian, du hast vor dem Abflug bei den Kollegen gemeint, ihr habt jetzt schon einiges an Erfahrung gesammelt in der Europa League, ein bisschen Erfahrung am Buckel. Was genau könnt ihr in diese Champions League jetzt mitnehmen, in dieses Next Level? Spricht man da noch irgendwelche Sachen an, die nicht so gut gelaufen sind in der Vergangenheit? Drückt man die weg und freut sich nur auf die Gänsehaut? Oder wie ist diese Herangehensweise mit dieser Erfahrung, die man jetzt gesammelt hat? Umso auf einem höheren Niveau du gefordert wirst, umso besser ist natürlich auch das Lernen, umso besser kannst du das auch für deine Entwicklung oder für uns als Mannschaftsentwicklung nehmen. Und wir haben ja immer wieder, man spricht da davon, oder wir sehen es halt so, dass wir jetzt in den letzten Jahren schon immer in der Europa League auch Champions League Gruppen gehabt haben, wenn man sieht, Feyenoord, Lazio, Sporting Lissabon etc., PSV Eindhoven in der Quali. Es waren einfach Gegner, die uns richtig gefordert haben, wo wir einfach schon gesehen haben, welche Strategien, dass man auf diesem Level dann auch verwenden muss, um einen sehr, sehr dominanten Gegner dann einmal Tempo zu nehmen, um Phasen einfach, wo man dann richtig ins Trudeln kommt, um diese Phasen zu überstehen. Aber auf der anderen Seite auch dieses Vertrauen zu bekommen, dass wir auch unser Spiel am Platz bringen können und auch müssen. Wir brauchen auch diese Phasen, wo wir Dominanz haben, wo wir Ballbesitz haben, wo wir den Gegner aus der Balance bringen können. Das brauchst du genauso wie ein schlaues, kluges, gemeinsames Verteidigen. Und ich glaube, da haben wir schon viele Lernmomente erlebt, die wir natürlich auch immer wieder dann mit den Jungs gemeinsam reflektiert haben. Und Ähnliches wird morgen von uns verlangt werden, dass wir einfach diese Mischung, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, auf einen Top-Level an Platz bringen. Gibt es noch Fragen? An Timi vielleicht eine? Keine Fragen mehr. Dann war es eine kurze erste Champions League Pressekonferenz. Danke vielmals und bis morgen. Das ist ein bisschen, ich kann auch nicht ausgefallen.